99,7% aller WissenschaftlerInnen im Umweltbereich sind der festen Überzeugung, so der Klimawandel ist menschengemacht und wir sind dafür verantwortlich, das jetzt auszubaden. Und darum ist es die einzige realistische Lösung, ausreichend Menschen zu erreichen, indem du die komplette Stadt lahmlegst. Und dafür brauchen wir Blockaden. Und zwar nicht nur eine, sondern möglichst viele. Ich bin Jana, ich engagiere mich bei Robin Hood. Du bist in der kleinen Gruppe, stabil, schnell und einfach organisiert. Das hilft in vielen aktivistischen Aktionsformen. Und das jetzt zum Positionieren des Banners, damit ihr es in die eine oder andere Richtung ziehen könnt? Für uns bei Robin Hood ist es wichtig, dass wir in unterschiedlichen politischen Bereichen arbeiten. Klar ist auf einer Seite die Reduktion von Tierproduktion wichtig, um CO2 einzusparen, mehr in alternative Energien zu investieren und aus der Braunkohle auszusteigen. Im Moment ist es genauso wichtig, den Verkehr zu ändern. Ich habe das Gefühl, dass du immer noch ein Auto kaufst, weil dir irgendwie suggeriert wird, dass du damit eine Art von Freiheit leben kannst. Für mich sind Autos irgendwie sehr vergleichbar mit der Tabakindustrie. Wir hatten irgendwie einen langen Kampf, dass wir alle rauchen, dass wir alle irgendwie davon abhängig sind, dass wir nicht davon wegkommen, dass wir ein Freiheitsgefühl haben, was gar nicht stimmt. Wir rauchen, das wissen wir inzwischen alle. Das schränkt dich persönlich ein, aber auch deine Mitmenschen. Und beim Autofahren ist es ganz ähnlich. Wenn wir es irgendwie in unseren Kopf schaffen würden, dass Autofahren eigentlich nicht Freiheit bedeutet, sondern dass Autofahren Lärm bedeutet, dass Autofahren Leuten Platz wegnimmt und dass du überhaupt nicht schneller bist. Das könnte zum Beispiel wie in der Tabakindustrie ein Werbeverbot sein oder ein eingeschränkte Werbemöglichkeiten. Dann glaube ich auch, dass wir es schaffen, dass wir sagen, hey, ein Fahrrad ist genauso cool, eine Bahn ist genauso cool, ein Bus ist genauso cool. Wir sind nicht immer darauf angewiesen, irgendwie in einem fetten Auto, in einem großen SUV irgendwie alleine damit durch die Stadt zu prollen. So, wir schaffen es auch auf anderen Wegen, unsere Persönlichkeit der Ausdruck zu verleihen, ohne dabei Auto zu fahren und anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Was ich immer super wichtig finde, was vielen nicht bewusst ist, wie viel Platz Autos und Parkplätze in der Stadt wegnehmen. Das kann nicht möglich sein, dass wir hier in Berlin in der Großstadt leben, in der Menschen keine Wohnung finden. Hey, wir fahren aber alle mit dem Auto. Wir haben riesige Straßen, wir haben wahnsinnig viele Parkplätze, wo jeder Parkplatz irgendwie groß ist wie eine Studi-Einzimmerwohnung. 700, 800 Euro für irgendwie die 15 Quadratmeter und die Autos stehen das ganze Jahr umsonst drauf und die stehen einfach nur rum. Das ist eigentlich eine Sache, die nicht möglich sein sollte. Es war irgendwie vor einer Woche ein Straßenfest bei mir und es war einfach wahnsinnig viel Platz. So, ich konnte irgendwie spazieren gehen, ich konnte auf die Straße gehen, ich konnte weit gucken und war so, hey krass, so irgendwie mein Kiez ist schön. Und am nächsten Tag waren die Autos wieder da und ich dachte irgendwie, die Straße wäre kleiner geworden. Sie ist auch einfach kleiner geworden, weil große Blechkarren im Weg rumstehen. Das ist ein bisschen hart. Bei uns in der Großstadt ist es so, dass Menschen einfach faktisch bewiesenermaßen früher sterben durch Lärmbelastung, Stickstoffbelastung, durch CO2-Belastung. Du bist irgendwie den ganzen Tag belastet irgendwie von Verkehr, der direkt vor deiner Tür an deinem Fenster vorbeifährt. Ja, ich kann mich so irgendwie nicht direkt in meinem Kiez wohlfühlen. Aber es ist ja eigentlich ein viel größerer Punkt, dass wir durch eine Autoproduktion und durch CO2-Ausstoß ganz andere Menschen, die nichts mit meinem Autoverkehr zu tun haben, belasten. Wir haben irgendwie Menschen im globalen Süden, die jetzt schon daran leiden, die jetzt irgendwie an Klimapolitik, an Klimawandel leiden, die jetzt davon betroffen sind, dass das Meer ansteigt. Wir sind in der internationalen Wirtschaft, aber wir sind so elitär zu sagen, wir leben aber Solidarität nur lokal. Wir machen uns Sorgen um Leute bei uns in Deutschland, die irgendwie Arbeitsplätze verlieren in der Autosindustrie, in der Braunkohleindustrie. Aber unsere Solidarität ist nicht weit genug, um zu sagen, hey, da verrecken jetzt Menschen so, da sind jetzt Menschen krank, da sind jetzt Menschen, die darunter leiden, dass wir irgendwie Braunkohle produzieren und Auto fahren. Aber die blenden wir einfach aus. So. Wir tragen Wirtschaft international, aber Solidarität im Moment nur lokal. Und ich finde, das muss dringend geändert werden. Was ist deine Kritik am Wirtschaftssystem? Dann sagt die Politik, oh, wir können nicht so schnell umsteigen, wir können die Autoproduktion nicht einstellen. Dann ist das ja ein finanzielles Interesse, ein kapitalistisches Interesse auch irgendwo zu sagen, wir brauchen Arbeitsplätze in Deutschland, wir brauchen Produktion in Deutschland. Durch E-Mobilität wird eigentlich nichts gelöst, sondern nur ein neues Problem geschaffen. Das heißt, wir haben immer noch Autos, die sind immer noch dreckig, die sind immer noch in der Großstadt, die stehen immer noch im Weg rum. Im Abbau von seltenen Erden werden Menschen Rechtsverletzungen stattfinden, die finden jetzt schon statt. Was gibt es denn für Beteiligungsmöglichkeiten? Bei Robin Hood ist es so, dass die meisten Aktionen Kletteraktionen sind. Du musst überhaupt nicht klettern kommen, um irgendwie Mitglied bei Robin Hood zu werden. Wir haben öffentliche Pläne zweimal im Monat und ja, sind auf jeden Fall alle herzlich dazu aufgerufen, Teil von uns zu werden, uns zu unterstützen. Du solltest Lust haben auf Kleingruppenaktionen. Das sind super Aktionen bei Robin Hood. Bist du in dieser kleinen, geborgenen Gruppe, in der du
in kleinen Schritten noch mehr erreichen kannst. Und darum freuen wir uns über jede Person, die sich uns anschließt und mit uns für Klimagerechtigkeit kämpft. Ich werde immer einstehen für meine Zukunft, für eure Zukunft, für unsere gemeinsame Zukunft, für eine klimagerechte Zukunft. Und ja, da muss ich versuchen, wie ich nicht zu unangenehm mit der folgenden Repression irgendwie umgehen kann. Und erhoffe mir da auf jeden Fall sehr viel Solidarität im nachfolgenden Prozess nach so einer Aktion von anderen Aktivistis und von meinen Mitmenschen.